wenn es auch noch nicht den Anschein macht. Der Sommer steht vor der Tür. Das heißt, es ist wieder Zeit für die Treffpunkte von Dein Erkelenz. Und wie immer, einmal im Monat, mitten in der Woche. Doch es gibt in diesem Jahr auch einige Neuerungen. Dein Erkelenzmarkt 2019, unsere zweite Auflage unserer Veranstaltungsreihe. Diesmal nicht nur Treffpunkt, sondern natürlich auch eine kleine Marktatmosphäre, die wir hier bieten wollen. Und das Ganze haben wir versucht, mit einem neuen Layout zu unterstützen. Ganz in Blau, so wie sich das für Erkelenz gehört. So kann auch jeder hoffentlich mehr nachvollziehen, was wir hier in den Ortschaften anbieten wollen. Nämlich viele Unternehmen und Vereine, die sich gemeinsam präsentieren, um euch ja, ein schönes Jahr, einen schönen Sommer zu bescheren. Und so gibt es immer zwischen 16 und 21 Uhr jede Menge Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Und das an den unterschiedlichsten Standorten. In diesem Jahr haben wir nicht nur 6 verschiedene Treffpunkte, sondern auch 6 verschiedene Standorte, denn es kommt mit Gerderath und Löwenich noch 2 neue dazu, wo wir auf dem alten Kirmesplatz dann verweilen. Also insofern, es lohnt sich, unsere Stände natürlich auch dort vor Ort mal sich anzuschauen und bei hoffentlich besserem Wetter als heute einen entspannten Tag zu verleben. Und dort hat dann auch Dein Erkelenz einen Stand, an dem es Schönes aus Erkelenz geben wird. Heute erstmalig, so wie auch auf unseren anderen Märkten demnächst, haben wir unseren eigenen Dein Erkelenz Stand dabei, wo es unter anderem auch alkoholfreie Getränke zu kaufen gibt. Und natürlich demnächst auch Fanartikel hier von und für Erkelenz, die auch in unserem Onlineshop seit Februar zu finden sind. Die könnt ihr dann bei unseren Treffpunkten auch abends direkt mitnehmen. Selbstverständlich kommt auch das Unterhaltungsprogramm nicht zu kurz. Also unbedingt Termin vormerken. Gerne möchten wir euch natürlich auch wieder einladen. Unser nächster Treffpunkt, unser nächster Markt ist am 12. Juni im Örrather Mühlenfeld von 16 bis 21 Uhr. Und dann hoffentlich ohne dicke Jacke. Ah!